Bitburger 0,0, offizieller Partner der ersten Bitburger 0,0 Triathlon Bundesliga, wünscht erfrischende Unterhaltung. Die Saison 2019 ist im vollen Gange in der Bitburger 0,0 Triathlon Bundesliga. Das zweite Rennen in Düsseldorf und die Wechselzone wartet auf insgesamt 58 top motivierte Starterinnen und Starter. Das sind am Ende diejenigen, die ganz vorne waren. Aber der Weg dahin, der war nicht einfach. Also blicken wir auf den Start und auf die Startvorbereitung unter anderem von der Meistermannschaft aus Buschhütten. Die Mädels in Rot sind die Top-Favoriten und auch die Gejagten bei diesem zweiten Rennen. Über 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und zum Abschluss 5 Kilometer Laufen. Und Emma Jeffcoat, die Australierin, ist die schnellste nach 11 Minuten beim Schwimmen. Dann rein in die Wechselzone, schnell den Helm aufgesetzt und dann schwingt man sich aufs Fahrrad. Und auch die Zuschauer schauen gebannt, was dort passiert. Die Farbe Rot dominiert. Potsdam kann zumindest Anschluss halten. Und Olivia Matthias ist die schnellste nach der zweiten Disziplin und darf als Führende auf die Laufstrecke gehen. Aber klar, Jeffcoat oder auch Anna-Maria Mazzetti aus Buschhütten, die werden ihr das Leben verdammt schwer machen auf diesem Rundkurs. 25 Grad im Schatten, der aber kaum vorhanden. Ganz vorne ist Anna-Maria Mazzetti, 16. beim WTS-Rennen in Yokohama und sie holt sich den Erfolg hier in Düsseldorf. War dritt im Vorjahr in Münster und in Tübingen bei den Bundesliga-Rennen. Gewinnt vor Emma Jeffcoat und Olivia Mattis. Für Potsdam holt sie wertvolle Punkte, aber bei der Siegerehrung reiben sich alle verwundert die Augen. Was macht denn das Team aus Bonn da auf Platz 3? Der Geschichte gehen wir in Ruhe nach. Also wir nehmen uns wieder vor, Top-10-Platzierung zu machen und dann, je besser wir sind, desto mehr freuen wir uns natürlich über die Platzierung. Ich habe mir für diese Saison vorgenommen, gesund durch die Saison zu kommen und Spaß bei den Wettkämpfen zu haben, weil ich jetzt auch 3 Jahre raus war aus der Bundesliga und das werde ich mir heute auch wieder vornehmen, also Spaß haben und gesund durchs Rennen kommen. Soweit Lea Webelsieb, sie vor 3 Jahren mit einem Kreuzbandriss arg zurückgeworfen. Nun also ihr Bundesliga-Comeback. Im Kraichgau war sie auf Platz 15. Und wir blicken auf die Impressionen nochmal vom Start und natürlich auch auf die Bilder. Wo ist Bonn nach der ersten Disziplin? Mittendrin im Getümmel da hinter den führenden Ladies krabbeln sie heraus aus dem Wasser hier im Rhein. Alles nicht so ganz einfach, sehr glitschig. Könnt ihr vorfahren. Auf geht's. Komplimente vom Team für die Mannschaftsleistung bislang. Die Bundesliga, ja ein Rennen, wo die besten 3 gewertet werden. Triathlon ja eigentlich eine Einzeldisziplin. Aber hier muss man halt schauen, dass man auch gemeinsam eine vordere Platzierung erreicht. Denn jede einzelne Position kann am Ende entscheidend sein. Und jetzt der Blick auf die zweite Wechselzone. Und sie sind alle nah beieinander. Eva, Daniels, Hanna Stegmeier und Lea Webelsieb, fast zeitgleich wechseln sie hier. Auch da wieder die Komplimente und das sorgt natürlich für Selbstvertrauen dann für die letzte Disziplin. Jetzt noch diese 5 Kilometer schaffen und dann mit einer insgesamt geschlossenen Leistung für die große Überraschung bei diesem Rennen in Düsseldorf sorgen. Die letzte Motivation und dann kommt insgesamt ein tolles Mannschaftsergebnis raus. Eva Daniels wird 10. Hanna Stegmeier holt sich Rang 11 und Lea Webelsieb nach dieser schlimmen Verletzungsphase am Ende auf Rang 15. Ja, also wir haben schon manchmal spekuliert, dass wir, wenn wirklich mal alles perfekt laufen würde, dass es dann klappen könnte, aber dass er wirklich wahr wird, hätten wir nie gedacht. Platz 3, schon eine klasse Leistung von Bonn. Aber wir gucken auch auf die Zweitplatzierten, denn auch die Kölnerinnen mit einem wirklich großen Erfolg und auch der zur Überraschung der meisten Profidamen. Also wir sind wirklich super, super zufrieden. Das ist das erste Podium so in der KTT-Geschichte im ersten Bundesliga. Und es war sehr ärgerlich, letztes Jahr hatten wir 3-mal die Chance so ganz knapp verpasst. Mit nur so 1 oder 2 Platzpunkten sind wir am Podium vorbeigeschraubt. Deswegen sind wir wirklich super zufrieden mit dem 2. Platz und war auf jeden Fall ein tolles Teamergebnis. Und das sind die Ergebnisse von Düsseldorf. Die Einzelwertung, also 2-mal dominiert von Buschhütten durch Mazzetti und Jeffcoat. In der Tageswertung gewinnt der klare Favorit auf den Meistertitel auch vor den Kölnerinnen und Bonn. Viertplatziert ist dann Potsdam. Und das ist die
aktuelle Tabelle nach 2 von insgesamt 4 Rennen. Buschhütten mit der Optimalpunktzahl vor Potsdam, Köln und Bonn. Weiter geht's dann am 21. Juli. Wir freuen uns auf das dritte Rennen der Saison in Tübingen.